Hallo und herzlich willkommen bei Virtuschus und einer neuen Folge Metro Exodus. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind in der Kaspari-Wüste. Auto ist ganz schön Schrott, vielleicht vom Gegner überfahren. Und machen uns gerade auf den Weg zum Leuchtturm, halten zwischendurch immer mal wieder an, um ein bisschen was zu sammeln. Aber ich denke mal, jetzt brettern wir gleich mal durch, also dranbleiben. Okay, so viel zum Durchbrettern. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier Licht ist. Um ehrlich zu sein. Na, da arbeiten Menschen. Und Mann, ist die Waffe dreckig. Jetzt können wir noch ein bisschen näher ranfahren. Hier sollte Ende sein. Ist das auch einer? Da oben. Der ist weg. Ich muss unbedingt mal meine Waffe reinigen können. Ich hoffe, da drin haben wir die Chance. Der hat gesessen. Bama. Komplett hinüber, würde ich mal sagen. Wollen wir, sehen wir noch was? Erstmal sehen wir keinen mehr. Wo kam das jetzt? Das ist auch immer ein Stressfaktor hier. Der Waffe kann ich nichts mehr anfangen, so dreckig wie die ist. Da unten! Da ist der! Komm her. Schnell mal aufladen. Ich sehe ja nicht viel.
Glaube, draußen hat er auch was platt gemacht, oder? Gucken, ob wir hier nochmal irgendwo vorkommen. Immer schön alles checken. So muss das, Freunde. So muss das. Schöne Ausbeute. Ein Hintern. Ja, ich habe hier draußen auch irgendwas platt gemacht. Nein, Mörser! Bitte nicht töten! Kluger Mörser, Sklave nicht erschießen müssen. Ich guter Sklave, Mörser gehorchen. Mörser sagt hacken, ich hacken, wie sagt. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Doch, ist das denn ernst? So klar. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Dann nochmal rein. Na, da ist auch ein anderes Auto. Hier. Okay. Ganz schön kompliziert. Okay, müssen wir nicht alle töten, wie es aussieht. Aber einen rüberhauen können wir ihm auch nicht. Mitgenommen. Die
haben sich hier in die Container quasi Betten eingebaut. Vielleicht kann ich es riskieren, hier mal kurz reinzugucken. Immer so eine Sache. Ich sehe ihn. Er ist da unten. Wie ein Saustall hier. Ich will ja nichts vergessen. Deswegen dauert das gerade ein paar Minuten länger. Wir dort direkt natürlich hochgehen können. Aber am Ende brauchen wir es wieder, weil guck mal, wir haben schon jetzt keine Muni. Na komm wieder raus, Junge. Komm her. Ich habe ihn unter Schuss. Scheibendreck. Okay. Der ist natürlich hart. Aber ich habe schon eine Idee. Das Problem hatten wir ja schon mal. Ich weiß nur nicht, wie wir die neue Munition ausstatten. Diese Brandgeschosse, weil die wären, glaube ich, echt praktisch gegen die. Guck mal, in welcher Position wir jetzt sind. Ernsthaft? Okay, kein Ding. Da unten, Leute! So. Ja, weil im Kampf kannst du natürlich nicht speichern. Ja, natürlich doof. Sollen wir mal hier alles abchecken kurz. Sag meins.
Du bist ja gar nicht. Die lügen hier, was das Zeug schild. Ja, grob, wo was drin ist. Dann machen wir den oben noch schnell platt. Ärgert mich jetzt selber ein bisschen, dass wir das hier so rummachen müssen. Alles mitgenommen, was geht. Also, was ich aber gerade noch gesehen habe. Ah, nee. Ich dachte, hier wären wir jetzt auch noch mal rausgekommen. So. Verbrenne! Ich bin getroffen! Ist er tot? Läuft, jetzt kann ich auch speichern, ne? Perfekto! Habe ich auch noch einer? Ich will meine guten Waffen noch nicht hergeben. Oder obwohl, komm. Die hat natürlich Bums. Oh, ein neuer Lauf. Wird natürlich alles mitgenommen. Sehr schön. Große Waffe brauchen wir jetzt gar nicht. Kochen, hier geht's weiter nach oben, aber nein, wir machen jetzt hier Feierabend. Spaß hat's gemacht, wir haben das Ding so gut es geht schon mal fast leer geräumt.
Ich sag danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.